So, meine lieben Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Ausgepackt-Video. Hier auf dem Tisch stehen jetzt zwei relativ große Kartons, wie man sehen kann, von Lioncast.de. Ich habe mal gedacht, decke ich mich mal ein bisschen mit Hardware ein. Und ja, ich packe jetzt erstmal eins aus, zeige ein bisschen, was da drin ist. Und dann in späteren Videos werde ich zu jedem einzelnen Teil nochmal ein Unboxing machen und ein Review. Gut, ich fange jetzt erstmal an, hier eins auszupacken. Ich hoffe, man kann das irgendwie so ein bisschen sehen. Doch relativ groß, die Kartons. So, das war Nummer eins. Schere weg. Und da haben wir schon mal die ersten Teile drin. Ich stelle das mal kurz auf den Boden. Himmel, Herrgott. Gut. Da haben wir zum einen die Lioncast Move Light Gun. Ein Maschinengewehr für die Move Controller. Dab. Sehr schönes Ding. Kann es kaum erwarten, damit ein bisschen rumzufuchteln. Meine Frau wird sich wahrscheinlich kaputt lachen, wenn ich hier so Rambo-mäßig durch die Wohnung laufe. Das ist die Rückseite. Hier oben kommt der Move-Controller rein. Hier der Navigator unten. Ich finde auch übrigens das Kartondesign von Lioncast extrem cool. Richtig fein aus Schwarz, bisschen Rot. Logo. Sehr schön gemacht. Gut verpackt. Dazu später mehr. Kommen wir erstmal zum nächsten. So, das dürfte etwas schwer sein. Das hatte ich noch nie gehabt. Aber jetzt habe ich es. Das Lioncast Balance Board für die Wii. Sieht so aus, als ob es auch ein schwarzes. Digitalanzeige hier. Hier unten ist noch irgend so ein anderes Gerät. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist irgendwie USB mit irgendetwas. Auf der Rückseite ist genau dasselbe. Oder ne, nochmal anders. Mit elektronischen Wagenfunktionen. Gewichtsmessung. Auch ohne Wii-Konsole. Na toll. Ja, ob ich mich da aufstellen sollte, ich weiß nicht. Gut, hier ist nochmal, hier unten steht nochmal inklusiv, ja, kann man das sehen? Kann man nicht sehen, ne? Kann man doch sehen. Inklusiv Akku und Ladekabel. Sehr schön. Auch hier schwarz, weißes Logo, weiße Schrift und an den Seiten eine rote Flamme. Ich denke mal, es ist eine Flamme, ne? Ja. Viel Gewicht, 150. Na, nee, so viel wiege ich noch nicht, glaube ich. Okay, das war erstmal das. Auch ein sehr schönes Teil. Ich glaube, ich werde mich da erst nach Weihnachten draufstellen. Gut, dann haben wir hier auch schon das nächste. Ich schwitze. Dann mache ich das schon mal auf. Na, ich muss aufstehen. Nichts mehr so im Sitzen. Eins und zwei. So, genauso wie das andere packe ich dies auch erstmal auf den Boden oder erstmal kurz einen Blick reinwerfen. So sieht es da drin aus. Ist auch schön schwer. Krafttraining-Tour. So, hol ich doch erstmal das erste raus. Das ist ein Fighting Stick, ein Arcade Controller. Kompatibel PS2, PS3 und PC. Für Xbox leider nicht. Ja, nein, steht nur PS2, PS3 und PC. Aber auch nicht schlecht. Schönes Ding. 3 Meter langes Kabel.
Hier sieht man ganz Tasten. 10 Tasten. Hier oben auch noch ein paar Knöpfchen. Der Stick. Richtig cooles Ding. Kann man damit mal ein bisschen Street Fighter zocken. Da habe ich einen Grund mehr, mir wenigstens dann mal so ein paar Arcade-Games, so Street Fighter und Tekken oder sonst was zu besorgen. Super Ding. Turbo Feature. Super. So, das kommt die Endlin. Dann haben wir einen PS2-Controller in Schwarz. Steht hier auch auf dem Controller nochmal Lioncast drauf. Und das scheint wohl die Turbo-Taste zu sein. Die heißt da Turop. Auch nicht schlecht. Gleiches Design, schwarze Hülle. Die Flamme, Logo. Denn ich glaube, den habe ich sogar auch noch zweifach. Ja, und das Ganze einmal noch in Weiß. Sieht auch sehr schön aus. Wie gesagt, ich packe diese Sachen später nochmal einzeln aus, dass man da nochmal ein bisschen gucken kann, wie die Dinge aussehen alle. Und ein Review folgt zu diesem ganzen Zubehör auch noch. Also, so viel ist klar. So, das packe ich hier hinten jetzt hin. Dann haben wir hier was ganz Besonderes. Ein Headset. Ein Lioncast Gaming Headset für die PS3, Xbox 360 und für den PC. Sehr, sehr schön. Hier kann man auch schön reingucken noch. Da ist das Mikro. Hier kann man die Ohrmuscheln sehen. Zumindest die Rückseite, die Vorderseite. Rund, also rot und kreis. Und an den Muscheln selber sind ist nochmal das Lioncast Logo abgebildet. Super, super, super. Ist, glaube ich, auch eine Soundkarte mit dran. Hier laut und leise. Ist für Sprachchat. Also es wirklich scheint extrem cool zu sein. Bassboost, kompatibel mit PS3. Okay, das hatten wir eben. Für Spielesound und Sprachchat. Auch kompatibel mit PC als USB-Headset mit integrierter Soundkarte. Da haben wir es doch. Windows 7, Windows XP, Windows 2000 kompatibel. Super Ding. Sieht astrein aus. Hier oben auch genau auf dem Bügel, kann man aber jetzt glaube ich nicht so gut sehen. Auch nochmal den Schriftzug Lioncast drauf. Kann man glaube ich nicht sehen, oder? Ein bisschen halten, so da. Super, das ist das. Dann haben wir hier noch eine PS3 Move 4-in-1 Quad Charger, also Ladegerät. Hier kann man die Move Controller oder Navigationscontroller reinpacken oder auch die Pads auch noch mit ranklemmen. Also, ist für alles, was man für die PS3 braucht, was dann geladen werden muss, ob Headset oder die Controller oder Move-Controller. Super, super. Kann es kaum erwarten, damit was zu laden. So, dann haben wir hier noch, da meine Wii ja so langsam die Akkus hinübergehen, nicht mehr lange halten und mein Ladegerät auch nicht mehr so das neueste ist. Und weil ich halt auch schwarz und weiße Remotes habe ich doch gerade zweimal 2-in-1 Ladestation für die Wii-Controller noch mitgeholt. Einmal schwarz, einmal weiß. Das ist die Ladestation. Hier sind die Akkus. Auch von Lioncast. Das ist echt ein cooler Laden, ist wirklich ein cooler Laden. Also da werde ich in Zukunft meine Zubehörsachen für Konsole immer holen. Einmal schwarz, einmal weiß. Das packen wir da hin.
Ah, es leert sich. So, und da ich ja so ein Zubehörfetischist bin, das gleiche nochmal fast in grün. Da eine Ladestation auch für die Remotes. Da kann ich gleich 4 Stück reinpacken. Auch mit dem Logo. Die Verpackung, ich finde die Verpackung von Laien krass, wirklich toll. Sieht so richtig nach Zocker aus. Hier nochmal die Rückseite. Mit LED-Anzeige hier vorne auch. Geil, geil, geil. So, dann hier nochmal was ganz Lüttes. Dazu muss ich noch mal ganz kurz aufstehen und mal Triestalkontrolle holen. So. Ich weiß nicht, ob ich das so auf die Schnelle hinkriege. Das sind so Clips für die Button hier an der Seite oder hier vorne. Ich muss mich damit noch mal auseinandersetzen, wie die genau darauf gehen. Auf jeden Fall hört das sich sehr interessant an. Da will schon einer flüchten. Diese stülpt man wahrscheinlich hier rum. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Auf jeden Fall sind die denn, liegt sehr gut im Finger, muss ich echt sagen. Sehr schön. Aber das mache ich in meinem Review nochmal richtig. Da zeige ich das mal so richtig eine Aufnahme und alles. Und wie man das raufsteckt. Diesen hier zum Beispiel. Das ist Nummer 2, die muss man da irgendwie rauftüdeln. Und dann hält er, glaube ich, ich stelle es mir, na wo bin ich? Da. Ich stelle es mir hier so vor. Ich denke es mal so, dass es so gehört. Aber naja, dazu später mehr. Auf jeden Fall sollte jeder Zocker haben. Das war das. Das Pad. Egal, und dahin. Dann haben wir für die PS3 Pads nochmal eine Ladestation. Kann man hier auch nochmal sehen. Hier kann man sie einklinken, so zack. Und dann können sie ganz gemütlich laden. Hat, glaube ich, auch, so wie ich das hier sehe, irgendwie Lichtchen dran. Hier auch nochmal USB, also man kann da auch natürlich vieles anschließen noch zum Laden, was da noch geladen werden muss. Nochmal eine Seite. USB-Jack, Charge-Pin, USB-Mini-Jack. Super, super, super. LED-Light. Blue, Green, ah. Ich glaube, das Grün sagt, es ist voll und das Blaue sagt, es ist noch am Laden. Das ist übrigens auch wie bei diesem für die Move Controller. Das leuchtet auch unheimlich geil. Ich habe da mal ein Bildchen gesehen oder zumindest ein Video. Und die leuchten hier einmal rum, glaube ich, war das. Und dann nochmal vorne, wenn er am Laden ist, er blinkt dann rot, wenn er am Laden ist und halt dann nachher grün, wenn er fertig ist. Ich glaube, es war grün. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Dann haben wir noch 2 Teile. Bei dem einen habe ich jetzt kein Karton dabei. Das habe ich einfach so genommen, so mitgeholt. Ein Bluetooth-Headset für die PS3. Kann natürlich auch an anderen Dingen gehen. Aber ich habe mir gedacht, das nehme ich mal mit, falls ich nicht das Große mal aufsetzen will, sondern mal was Kleines. Dann tragen wir das doch mal. So klein sieht es aus. Hier ist ein USB, Mini-USB. Da kann man das dann laden. Hier ein- und Ausschalter. Laut und leise. Und hier ist die LED, die blinkt, sobald man das anmacht. Sonst sieht man, dass es an ist. Auch sehr schön. Bin da auch gespannt. So, und dann kommen wir zum letzten. Ich glaube, das ist das Letzte. Ja, das ist, glaube ich, das Letzte. Da kommen wir hierzu.
Ich habe zwar noch kein 3DS, aber ich hoffe, dass er die Tage doch mal hier auf dem Tisch liegt. Haben wir zuerst, das ist ja so ein, ich glaube, 12 in einem Sammlung für Nintendo DS3 Zubehör. Hier ist eine Menge drin. Irgendwelche Stecker für Auto, nee, für Auto, Zigarettenanzünder, hier kann man laden, Strom, ein USB-SDHC, Memory Adapter, da kann man seine SD-Karte reinschieben, Kopfhörer, diverse Schutzhöhen für großen Bildschirm und ich nehme mal an, auch für den kleinen Bildschirm. Hier oben haben wir für die Spiele vier Hüllen und, oh cool, drei Stifte sind dabei. Mal sehen, drei Stifte. Trage, Ring. Und da musst du dann auch noch mal später gucken, was diese beiden Nüppel sind. Da kann ich jetzt leider im Moment nicht viel mit anfangen. Keine Ahnung, auf jeden Fall sieht das auch wirklich richtig cool aus. Ich habe da zwar schon noch ein bisschen geguckt und war auch überlegen, brauche ich das nicht? Und dann letztendlich habe ich gesagt, ich brauche es doch, auch wenn ich noch kein 3DS habe, aber ich hoffe, dass sich das ändert. Tasche auch, hier sehr schön, ist aus hartem Material. Hier auch der coole Lioncast-Kopf-Logo, Löwenkopf drauf. Und das Ganze kommt auch in so einer schönen weichen Tasche, auch mit dem Logo. Sehr schön. Fühlt sich toll an. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Ding. Und das, mein Gott, das war's. Ich bin fertig. Ja, das war's erstmal. Diese ganzen Sachen werde ich noch mal einzeln auspacken. Und nach diesem einzeln Ausgepacke kommt auch noch ein Review zu diesen ganzen Produkten. Und ja, zum Review mache ich das einfach so. Ich teste die Sachen erstmal, probiere sie aus, damit ich euch auch dazu was sagen kann. Und dann, ja, soll es das erstmal gewesen sein. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Und auch besonders freue ich mich darauf, diese ganzen Sachen endlich auszuprobieren. Prima, geil. Ich bin völlig fertig mit der Welt. Heute ist Weihnachten, obwohl es erst gerade September, aber macht ja nichts. Für mich ist Weihnachten. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch was und bis zum nächsten. Und tschüss. Yeah.